Reisen hier im Marsch des Lebens hat vor allem drei Aufgaben. Das erste ist Erinnern an den Holocaust und das, was passiert ist. Das zweite ist Versöhnen, suchen Versöhnung mit Holocaust-Überlebenden, auch gerade aus unserer persönlichen Geschichte und unserer persönlichen Familiengeschichten als Deutschen heraus. Und das dritte ist, was wir machen, dass wir ein Zeichen setzen gegen modernen Antisemitismus hier auf der Straße in Berlin. Wir sagen nie wieder eine Shoah. Wir sagen aber genauso auch nie wieder Antisemitismus und Israel-Hass in Deutschland. Und wir wollen ausdrücken, wir heißen jüdisches Leben und unsere jüdischen Freunde von Herzen willkommen. Wir brauchen jüdisches Leben. Wir brauchen jüdisches Leben in Berlin und in Deutschland. Der Vorfall von gestern zeigt zum einen, dass es wichtiger ist denn je, dass wir Zeichen setzen gegen Antisemitismus. Wenn Juden auf offener Straße attackiert werden, weil sie als Juden erkennbar sind, ist es umso wichtiger, dass wir uns auch auf der Straße in Berlin hier zu Juden stellen und ein öffentliches Statement dagegen machen. Das zweite ist, dass wir machen, das war eine spontane Aktion, dass wir unsere Kippas angezogen haben, um uns öffentlich auch zu bekennen und zu sagen, es ist möglich, Kippa hier durch die Stadt zu laufen und ein öffentliches Statement gegen Antisemitismus zu setzen.